Ja, mein Name ist Franziska Regner. Ich vertrete, wie Herr Professor Forgo eben schon ankündigte, die Schweizer Perspektive. Nachdem das der letzte inhaltliche Input vor der Podiumsdiskussion ist, erlaube ich mir, ein kleines Resümee zu ziehen aus persönlicher Sicht. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei den Veranstaltern. Ich habe sehr viel gelernt heute an diesem Tag, habe auch den Eindruck, dass Kompetenzen sehr verteilt vorhanden sind, dass das Thema an den Hochschulen angekommen ist und dem Bestreben zu möglichst klugen Umgängen auch Rechnung getragen werden kann. Ja, ich möchte Ihnen die Situation in der Schweiz vorstellen und zu Beginn meines Vortrages ist mir wichtig, dass ich darauf hinweise, dass ich aus einer nicht juristischen Perspektive spreche. Ich versuche mit einem Hochschulblick und Bibliotheksblick mich dem Thema zu nähern. Ich vertrete die ETH Zürich, eine große vom Bund geförderte technische Hochschule in der Schweiz und dort konkret die ETH-Bibliothek und quasi den Disclaimer ergänzend, warum spreche ich hier, kann ich Sie informieren, dass ich für die Hochschule, also die ETH Zürich und die Bibliothek in einer Taskforce bin, die sich in der Schweiz gegründet hat, weil anders als in Österreich nicht eine Novelle schon erfolgt ist, sondern eine Urheberrechtsgesetzrevision bevorsteht. Und hier haben sich verschiedene Akteure zusammengefunden und ich darf die Hochschule in dieser Taskforce vertreten, sodass ich Ihnen aus dieser Perspektive einen Einblick geben kann. Ganz kurz zum Ablauf. Ich würde Ihnen ganz kurz und nur im Überblick den Status quo zum Urheberrechtsgesetz in der Schweiz geben, dann auf den eben schon erwähnten sogenannten Legiferierungsprozess der Revision des Urheberrechtsgesetzes in der Schweiz eingehen, möchte dann Wesentliches mit Blick auf die Wissenschaft und in meinem konkreten Fall eben aus der Perspektive Bibliothek darstellen und die geplanten nächsten Schritte. Also ich werde mich sehr auf die Entwurfsfassungen dieser Revision beziehen und auch die darauf folgenden Schritte. Zunächst Status quo des Urheberrechtsgesetzes in der Schweiz. Das Gesetz ist verankert im Landesrecht, also auf Bundesebene und dort im Privatrecht Zivilrechtspflegevollstreckung unter dem Abschnitt geistiges Eigentum und Datenschutz. Das bestehende Urheberrechtsgesetz, das noch gültig ist, stammt aus dem Jahr 1992 und wie Sie diesem Datum sicherlich entnehmen können, ist es nicht angepasst auf die heutigen technischen Bedingungen oder formuliert Sachverhalte so, dass eben Digitalisierung im weitesten Sinne nicht mit berücksichtigt werden konnte, aus damaliger Sicht nachvollziehbar. Ich möchte jetzt direkt auf den Rechtsvergleich, um den ich von den Veranstaltern gebeten wurde, eingehen und die Unterschiede herausstreichen, die aus meiner Sicht zwischen deutschem und schweizerischem Urheberrecht bestehen. Ganz wesentlicher Unterschied, und darauf wird in der Literatur auch immer hingewiesen, ist, dass die Übertragung von Urheberrechten im schweizerischen Urheberrechtsgesetz möglich ist. Das ist ja in Deutschland so nicht der Fall. Das schweizerische Urheberrecht regelt wesentliche Punkte, es ist aber wesentlich weniger differenziert als das deutsche Urheberrechtsgesetz. In der Schweiz wird sehr häufig darauf hingewiesen, dass das sehr viele Vorteile mit sich bringt. Es bringt aber natürlich auch Nachteile mit sich. Ein Punkt, der mir jetzt in den Diskussionen auch immer wieder entgegentrat, und das ist einfach ein Beispiel für das bestehende schweizerische Urheberrechtsgesetz, ist, dass in der privaten Nutzung sehr viel möglich ist und die private Nutzung so gut wie nie Rechtsfolgen nach sich zieht. Also ein Beispiel dafür ist, dass auch ein Download aus einer illegalen Quelle für die private Nutzung legal ist, also der Nutzer keine Rechtsfolgen erwarten muss.
Wie gesagt, Schwerpunkt meines Beitrages ist diese schon erwähnte Urheberrechtsgesetzrevision, die mit dem Terminus technicus Legiferierung überschrieben ist. Ich möchte kurz auf die Geschichte dieser Revision eingehen. Schon im Jahr 2012 hat Bundesrätin Sommaruger eine Arbeitsgruppe einberufen, die sogenannte AGUR 12, also AG Urheberrecht und das Jahr 2012, um die kollektive Verwertung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten zu optimieren. Und Ziel dieser damals eingesetzten Arbeitsgruppe, die auch einen Abschlussbericht erstellt hat, war es, das Urheberrecht an die technische Entwicklung und das digitale Zeitalter anzupassen. Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war ein Bericht, in denen allerdings die Anliegen von Bildung und Wissenschaft sowie Gedächtnisinstitutionen nur am Rande berührt waren. Und das können Sie auch als Ursache dafür sehen, warum quasi erst mit einiger Verspätung die Hochschulen, ich sage jetzt mal Wissenschaftseinrichtungen und Gedächtnisinstitutionen im weitesten Sinne Notwendigkeit gesehen haben, sich zu formieren und eben Positionen auch mit einzubringen. Ja, in verschiedenen Schritten, die dieser Legiferierung zu eigen sind, wurde ein Entwurf für ein revidiertes Urheberrechtsgesetz erarbeitet vom sogenannten Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum. Und dieser Vernehmlassungsentwurf in der neuesten Fassung, und das ist die letzte Vernehmlassungsrunde, liegt nun seit Ende letzten Jahres vor. Ziel ist hier, wie bei der vorhin schon erwähnten Arbeitsgruppe, die Modernisierung des Urheberrechts. Und mit dem Datum 11.12. wurde eine Vernehmlassung geöffnet, die jetzt noch bis 31.03. Geöffnet ist und allen interessierten Einrichtungen, Parteien die Möglichkeit gibt, Stellungnahmen zu beziehen. Ich habe einfach mal aus der Medienmitteilung zu diesem Revisionsentwurf die wesentlichen Punkte aufgeführt. Zum einen, das steht an erster Stelle, wird eine bessere Bekämpfung von Internetpiraterie ohne, das ganz wichtig, Kriminalisierung der Nutzer solcher Angebote adressiert. Die gesetzlichen Bestimmungen sollen an die neuesten technologischen Entwicklungen angepasst werden. Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe AGUR sollen berücksichtigt werden, beziehungsweise es wird empfohlen, sich daran zu orientieren. Und es soll eine ausgewogene Berücksichtigung der vielfältigen Interessen der Kulturschaffenden, Kulturwirtschaft, der Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken sowie der Konsumentinnen und Konsumenten im Allgemeinen geschaffen werden. Was ist aus meiner Sicht mit Blick auf die Wissenschaft vor allem relevant? Und hier, das hatte ich vorhin schon erwähnt, kann ich kompetent die Perspektive der Bibliothek einbringen. Eine Nebenbemerkung trotzdem noch dazu. Für uns in dem jetzigen Prozess, in dem wir uns befinden als Hochschule und Bibliothek, ist es sehr wichtig, dass wir mit einer Stimme auftreten und auch innerhalb unserer Einrichtungen nicht dazu kommen, dass sich möglicherweise Bibliotheksperspektiven und die Perspektiven anderer Interessensvertreter in Hochschulen widerstreben, sondern dass zusammengeführt wird. Das ist auch der Grund, warum wir als Bibliothek in Abstimmung mit der Hochschule eine Position erarbeiten, die dann für die gesamte Hochschule gilt. Ja, Blick auf die Wissenschaft und die Nutzung der Wissenschaft. Was im Entwurf steht, und das ist hoch umstritten und wird sicherlich auch bekämpft werden, ist die im Umgangssprachlichen als Bibliothekstantieme bezeichnete Veränderung, die Eingang gefunden hat in den Revisionsentwurf. Es wird dort darauf hingewiesen, dass Vermieten und Verleihen von Werkexemplaren mit Vergütungspflicht gegenüber dem Urheber oder der Urheberin verbunden ist. Das sah das Schweizerische Urheberrechtsgesetz bisher nicht vor. Es ist davon auszugehen, dass eine Orientierung an dem deutschen Gesetz stattgefunden hat, aber
Hochschulen und Gedächtniseinrichtungen im weitesten Sinn stehen dieser Ergänzung kritisch gegenüber. Ob sich dagegen noch vorgehen lässt, ist offen. Aus unserer Sicht sehr positiv ist, dass verwaiste Werke adressiert werden. Und hier erlaube ich mir auch noch mal eine von den Folien abweichende allgemeine Bemerkung. Die Schweiz ist ja nicht Mitglied der EU, orientiert sich aber gleichwohl an dem, was auf europäischer Ebene an Richtlinien besteht und auch in anderen Mitgliedstaaten der EU besteht, weil ein hohes Bewusstsein für eine sinnvolle Einbettung und eben auch grenzüberschreitende Forschungsprojekte besteht. Ja, verwaiste Werke, auch etwas, was aus anderen Ländern und der europäischen Ebene aufgegriffen wurde. Es sind drei Voraussetzungen für die Verwendung verwaister Werke in den Gesetzesentwurf aufgenommen. Zum einen muss das Werkexemplar schon öffentlich zugänglich sein, also zum Beispiel in einer Bibliothek. Das Werkexemplar wurde in der Schweiz hergestellt, das ist ein wichtiges Spezifikum, vervielfältigt, also dort vervielfältigt oder eben zugänglich gemacht, und die Verwendung des Werks wurde von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft erlaubt, so der Text des Gesetzesentwurfs. Ein weiterer Punkt, der anschließt an etwas, was hier vor allem auch von Frau Reda vorhin ausführlich dargelegt wurde, ist ein Absatz, also eine Schranke, die eingefügt werden soll nach diesem Entwurf, die dem Wortlaut nach an keiner Stelle Text- und Data-Mining enthält. Im erläuternden Bericht zu diesem Revisionsentwurf ist aber klar adressiert, dass auf Text- und Data-Mining abgehoben wird. Es soll eine Schranke sein mit dem Titel Verwendung von Werken zu wissenschaftlichen Zwecken. Und es wird etwas verklausuliert dargestellt, dass wenn die Anwendung eines technischen Verfahrens Grundlage der Vervielfältigung und Bearbeitung eines Werkes zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung ist, das zulässig ist. Es wird dann noch ergänzt, dass eine Vergütung vorzusehen ist an den Urheber oder die Urheberin und die Tatsache, dass dieser Vergütungsanspruch nur von einer zugelassenen Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kann. Ein weiteres Thema, das vor allem im Bereich der Gedächtnisinstitutionen, also Museen insbesondere und bildhaltenden Einrichtungen von Relevanz ist, ist das sogenannte Katalogrecht, das im Gesetzesentwurf unter dem Stichwort Bestandesverzeichnisse aufgeführt ist. Mit diesem Vorschlag soll ermöglicht werden, dass kurze Auszüge, aus denen sich in Beständen solcher Gedächtniseinrichtungen befindlichen Werken, wiedergegeben werden können, sofern dadurch die normale Auswertung der Werke nicht beeinträchtigt wird. Das lässt natürlich sehr viel Spielraum zur Interpretation, und ich weiß aus den laufenden Diskussionen in der Taskforce, dass die Gedächtniseinrichtungen und gerade Museen ein großes Interesse hätten, dass dieses kurze Auszüge aufgehoben wird. Ob das aber vermittelbar ist, ist auch noch sehr offen. Aber ein Thema, das dann natürlich auch die Nutzung durch die Wissenschaft betrifft. Und dann, das ist der letzte Punkt in dem Entwurf, der aus meiner Sicht große Wissenschaftsrelevanz haben könnte. Etwas, was eingebaut ist in diesen Entwurf, ist die sogenannte freiwillige Kollektivverwertung. Das möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Das heißt dort im Entwurf, Verwertungsgesellschaften können für die Verwendung einer größeren Anzahl von Werken und geschützten Leistungen die ausschließlichen Rechte auch für Rechtsinhaber und Inhaberinnen wahrnehmen, die keiner Verwertungsgesellschaft angeschlossen sind. Das ist also das Gegenteil von Einzelfallprüfungen und beinhaltet diese Kollektivverwertung, die, so habe ich mir sagen lassen, vor allem in den nordischen Ländern schon verbreitet ist. Was nicht enthalten ist, und das ist ein Gegensatz zu der österreichischen Novelle, die wir vorhin von meinem Vorredner vorgestellt bekommen haben, und auch zum deutschen Urheberrechtsgesetz, es gibt kein Zweitveröffentlichungsrecht, das vorgesehen wäre. Das war wohl im Vorfeld offen und unklar, ob ein solches Zweitveröffentlichungsrecht Eingang finden würde.
Bisher ist das nicht der Fall und die Taskforce, in der ich bin, ist im Moment dabei, noch eine Position zu diesem Punkt zu entwickeln. Ja, zum Abschluss, was sind die nächsten Schritte? Bundeseinrichtungen, Kantone und andere werden jetzt im Laufe dieser gut 3 Monate Stellungnahmen in die Vernehmlassung eingeben. Wie gesagt, die ETH Zürich wird über die ETH-Bibliothek auch eine solche Stellungnahme erarbeiten. Und dann wird das Eidgenössische Institut für geistiges Eigentum und auch das Justiz- und Polizeidepartement, das fachlich auf Ministeriumsebene zuständig ist, eine Gesetzesvorlage ausarbeiten, die dann in den Bundes- und in den Ständerat gehen wird, also quasi das Äquivalent zu Bundes- und Länderebene in Deutschland. Der Zeitplan dafür ist noch ganz offen, also es könnte auch noch Verzögerungen geben. Ich, wie gesagt, finde es sehr gut, dass sich eine Gruppe auch mit klarem Hut Wissenschaft und Gedächtniseinrichtungen und Bibliotheken vergleichsweise spät nun doch gefunden hat in der Schweiz, um dieses Thema zu adressieren. Und wir sind auch sehr gespannt, wie die Diskussionen in Deutschland und auf europäischer Ebene weitergehen. Und ja, in dem Zusammenhang bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus